In dieser Meditation hast du die Gelegenheit, deine innere Wut aufzulösen. Manchmal ist es so, dass man unbewusst eine Wut in sich trägt. Und dass diese unbewusste Wut einen sehr belastet. Oft ist es auch so, dass du deine Wut selbst spürst. Es kann eine Wut sein auf dich selbst, auf andere Menschen oder auf Situationen. Ganz egal, wie sich diese Wut äußert, belastet sie. Und deswegen lade ich dich jetzt ein, deine Wut aufzulösen. So beginnen wir jetzt, das Licht der Liebe einzuatmen und uns mit diesem Licht auszudehnen. Spüre, wie du mit jedem Atemzug ruhiger wirst. Und lasse dich ruhig in den Rhythmus deines eigenen Atems hineinfallen. Genieße jeden Atemzug. Und spüre deinen Körper. Lasse dich tragen von deinem Atem, von dem regelmäßigen Ein- und Ausatmen. Und spüre, wie du immer ruhiger wirst. Ich führe dich jetzt in deinen Körper an die Stelle, wo deine Wut wohnt. Dein Atem trägt dich wie von ganz allein an diese Stelle. Lass es geschehen und lasse dich führen. Spüre diese Stelle. Und atme nun auch in diese Stelle an deinem Körper das Licht der Liebe hinein.
stelle dir nun vor, wie deine Wut aussehen könnte. Gib deiner Wut ein Bild. Vielleicht ist es ein großer dunkler Stein. Oder vielleicht ist es auch ein ganz anderer Gegenstand. Nehme das Bild, was du zuerst bekommst. Ganz egal, was es ist richtig und gut. Und nun konzentriere dich auf dieses Bild, auf diesen Gegenstand. Und wenn es dir möglich ist, dann versuche, in diesen Gegenstand hineinzukommen. Versuche, in das Innerste dieses Gegenstandes einzutauchen. Vielleicht ist irgendwo eine Türe oder ein Loch oder ein Fenster. Du wirst es finden. Sobald du selbst in diesem Gegenstand deiner Wut bist, schaust du dich um, betrachtest die Wände, das Außen, was um dich herum liegt. Du kannst es auch mit deinen Händen berühren. Berühre die inneren Wände. Prüfe, ob sie glatt oder rau sind und welche Farbe sie haben. Und dann schaue, ob es auch einen Ausgang gibt. Und dann schaue auch einmal durch diesen Ausgang hindurch. Wie nimmst du ihn jetzt wahr? Ist er hell oder dunkel? Schau ihn dir an. Dann mach es dir gemütlich in diesem Gegenstand. Lege dich bequem hin. Suche dir eine Stelle, welche sich gut anfühlt. Und nimm dir einfach ein bisschen Zeit und mach es dir gemütlich. Beobachte dabei, was geschieht. Es kann sein, dass sich der Gegenstand nun öffnet. Es kann sein, dass der Gegenstand auseinanderbricht oder sich sogar ganz auflöst. Beobachte einfach. Schaue zu, was geschieht. Und vielleicht gehst du ja jetzt hinaus
aus deiner Wut. Und läufst einmal ein paar Mal um diesen Gegenstand herum. Vielleicht ist er ja auch gar nicht mehr da. Schaue, wie sich der Gegenstand verändert. Vielleicht fällt er in sich zusammen und besteht nur noch aus ein paar Krümeln. Du kannst diese Krümel nehmen und sie einfach verteilen, in die Luft hinein verteilen. Oder auf den Boden verstreuen. Sie werden wie von ganz allein vergehen. Und dann schaue dich um. Schaue, wie die Umgebung sich dir zeigt. Was du siehst. Eine schöne Wiese vielleicht. Die Sonne. Eine wunderschöne Landschaft. Wenn du solche Bilder erhältst, dann weißt du, dass deine Wut aufgelöst wurde. Dass die Blockade, welche die Wut auslöste, nun verschwunden ist. Und falls du dieses Mal den Gegenstand nicht auflösen konntest, dann versuch es ein weiteres Mal. Und nun gehe wieder in die Ausgangssituation zurück. Beobachte deinen Atem und spüre dich. Spüre dich, denn jetzt ist alles leichter. Die Wutblockade ist gelöst und du bist vollkommen in deiner Mitte, kraftvoll und stark. Dann komme langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Denn Gutes ist dir widerfahren, Heilung durfte sein.